Soweit, ja. Vor allem, wow, das Zoom. Hier, die geben auch dieses, Flüssigkristall-Bewegungswellen-Ding, wenn man die antippt. Und antippt, meine ich, einschießt. Ah ja. Wenn man die antippt. Vor allem, das Ausschnitt, ey. Das Ausschnitt? Was Ausschnitt? Gleich mal vor Lille. Ja, gut, ne? Danke. Ja, muss man wissen. Ich bin Pink. Wolltest du nicht gesagt ja, haben. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend. Dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Ich weiß nicht, meine Kräfte sind irgendwie immer noch geiler. Naja, sie kann fliegen, alles flügen und so weiter. Und ja, daran verreckt die aber auch fast. Skillpunkte. Verteilen, jo. Skill verteilen? Ach, man schaltet beide Pfade frei. Okay, das ist super. Jo, das scheint so. So, die Leben-Orbs habe ich jetzt maximiert. Das ist super. Dann kriegen wir immer, wenn wir im Facelock Gegner töten, diese schönen Lebenspunkte, die ihr da gesehen habt, rumfliegen wahrscheinlich. Ab und zu mal. Facelock. Naja, Ex-Freund. Oh. Ah, endlich eine Klasse macht für mich. Was macht die Mission? Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still! Ah, Penny. Okay. Oh, what? Hätte ich jetzt eine große Waffe in der Hand gehabt. Ich hätte eine große Waffe in der Hand gehabt. Sorry, ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Möchte aber zurück. Bei ihrer Stimme im Original auch so. Immer wenn was richtig Krasses passieren soll, ne? Wie das Ding hebt ab oder die teleportiert uns, dann fehlen die Leute. Warum? Nein, ich wollte eigentlich nicht unbedingt zurück. Es war jetzt einfach nur so. Guck mal, ich bin ein Katalysator. Mhm, so in der Art. Nein, nicht nur in der Art, bin ich sogar. Steht sogar an mir dran. 18% Elementarschaden. Von uns allen. Ach, für alle? Ja, also es steht Team dran. Ich denke mal, da werden nicht nur ich und Deathjet mit gemeint sein. Steht bei mir irgendwie. Das ist ein knapper Sprung nebenbei. Sieht knapp aus, aber. Okay, für den wird's schwierig. Ach doch nicht. Also, wenn Konstantin es schafft, dann kann das kein Tabersprung sein. Ich bin voll Idiot, wird's schwierig. Vor allem mit dem Klassenmod, ich habe wirklich auch den Klassenmod gekriegt. Das ist cool, dass der Klassenmod bei mir einfach ein Buch ist. Aber, das ist derselbe wie den ich habe, nur ein Schwächer. Was hast du gekriegt? Ich hab eine Brotdose. Zeig mal. Link. Unter der linken. Aus dem rechten Hand. Ja, so. Irgendwie ist das wirklich eine Brotdose, ne? Ja. Und bei Konstanze? Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Unten dran kleben irgendwelche Munitionssachen. Unter den Armen habe ich das irgendwie. Kein Plan, was das ist. Erst mal rausnehmen, wieder reinnehmen. Ne, wenn du eine Waffe in der Hand hast, dann sieht man die Teile auch. Sehen wir die Teile besser. Das heißt, wenn du nicht im Inventar bist. Ja, Zoom, ey. Und du bleibst im Inventar, das ich auch. Komm, natürlich, Konstantin. Was machst du da gerade? Ach, nichts weiter, alles gut. Ich rede mit Konstantin. Ich sollte mal antworten. Mache die
Kampfmods, wie auch immer die heißen, Klassenmods ändern und so. Das ist schon mehrere. Man hat eine Standard irgendwie, ne? Oder so. Nee. Die eine hattest du doch schon aufgehoben, davon haben wir doch geredet. Die hab ich ihm doch gezeigt. Ja, und aber habt ihr jetzt alle einzeln? So. Ja, Klassen- wir haben alle eine gekriegt durch diese Quest. Okay. Weil das wird mir nicht angezeigt. Ja, weil ich konnte halt die Questgeber nicht sehen. Ich konnte nicht sehen, was die gesagt hat. Also ich habe gar kein Fenster gehabt. Ja. Konstantin? Hier unten? Nein, nicht hier unten. Ja, bitte. Ja. Ich bin unterwegs. Ach, es steht sogar wirklich unten dran, ja. Hm? Ich gar nicht gewusst. Was steht bei mir dran? Matriarch. Also doch. Ich wollte mal schauen. Ja. Gönn mir das. Gönn dir. Waffenkiste. Ja. Was? Eben was Vernünftiges. Ja, für mich ja ausnahmsweise mal. Ja, Sniper. Sei mal Sniper. Moment. Ich muss erstmal gucken, was die bessere vielleicht wäre. Beide Feuersniper. Okay. ...120% kritischer Trefferschaden. Die sehen beide richtig... sind beide schwächer als meine. Die sehen beide richtig geil aus, auf jeden Fall. Ja, aussehen tun sie cooler als meine, ja, aber... Könnt ihr mal meine angucken, die habe ich ja in der Hand. Zeitlich, die andere nehme ich, wenn's geht. Ich nehme keine von beiden. Wenn ich darf. Dann klaue ich mir jetzt irgendeine. Dann nehme ich die andere einfach mit, ne? Du darfst dich wirklich entscheiden, welche von den beiden du haben willst. Mir wirklich egal, eigentlich. Ich will nur, ja komm, nehmen wir die mal. Ja. Wir müssen Sniper haben, weil... Aber aussehen tut die echt cool. Schrittwaffe. Aber die schießt langsam, es wow. Ist doch kein Sniper, das ist doch eine Shotgun. Was? Zeig, schieß mal damit. Also man kann hat einen Zoom, aber. Das sind einzelne Feuerschüsse, ja. Sehr interessant. Geronimo! Brüder. Oh Gott. War so spontan, ich weiß. Ja, alles gut. Versteht noch keiner. Nö, weil ich es nie gesehen habe. Nee? Nein. Warum nicht? Weil ich es nicht so geil fand. Also, weil es bei anderen dabei zuschauen einfach nicht so cool ist. Ich hoffe, du bist geimpft. Hier gibt's Medikits und Schilde. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Munition? Sei vorsichtig da draußen. Wir fahren noch was. So. Passt. Lass ja. Es nicht zu sehr krachen. Ringer. Und raus. Endlich. Da hat der Schrotflinten-Kerl meine Sniper in der Hand. Unglaublich. Krasser Kontrast ist nicht. Mhm. Passt gar nicht zu dem Typen hier. Okay, oh. Kira. Ich bin wieder zu Jerry. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Der Granaten, so. Ja, ich bin down. Geil. Ja, schau mal, hier ist doch noch genug Stoff, okay. Das hat mir gerade gedauert. Ich will dich eh. Der geht nicht auf den Sack, ey. Fuck. Was? Der Bett ist normal hier. Der hat eine Tür. Ja, das ist ein Schild, ja. Vor allem, ich stehe einfach hinter dem. Eben so. Noch so eine Feuerwaffe? Du hilfst ihm einfach nicht, du nimmst dafür die Waffen. Gut, das ist eine. Tschüss. Das ist ein Sniper. Oder so, ja. Das ist ein Sniper. Absolut ein Sniper. Loot. Verstehst du? Absolut.
Ach so. Ja. So, wir sollten uns Autos holen. Ja. Was sind hier? Irgendwas im Reifen. Ja. Liegt im Reifen. Kommt einem alles so bekannt vor. Und für unseren lieben Freund, dem Raketen. Jetzt schieße ich mal. In Pink. Du schießt. Okay. Ja, Corby, viel Spaß beim Fahren. Ich kann damit fahren, so ist nicht. Wo müssen wir hin? Den Questmarker nach. Okay. You go first. Anscheinend kannst du dir einen aussuchen von den beiden. Vielleicht zu dem, wo ich zuerst ankomme, schlicht und ergreifend. Oh, jetzt noch Catch a Ride. Hier wäre der erste Punkt. Können wir hier durchfahren, zufällig. Ja. Nice. Yeah. Hey. Das ist eine hübsche Waffe. Sieht aber aus wie Raketenwerfer. Sofa-Bezug. Also ich habe gerade im Ladebildschirm Raketenwerfer gehabt. Ja, ich hab eine Pistole. Ich hab auch eine Pistole. Sollen wir hier eigentlich hin? Ja. Glaube ich. Zumindest war das Questmarker markiert. Ach, Gex. Moment. Wuppa. Mord ist dein Hobby! Nein. Ja, wehtun, wenn man drüber fährt. Ja. Leider ist das Selbstfeuer-MG doch unglaublich ungenau. Naja. Deswegen, ne? Du zielst aber auch beim Schießen, oder? Ich ziele. Ja, warum? Ja. So, wir sollen da gar nicht rein, schießen? Ne, wir sollen hier irgendwie außen rum, glaube ich. Hört sich auch so aus, ne? Wartet auf mich. No. Immer noch nicht richtig. Ich schau mal kurz auf den Map, Moment. Aber die Richtung stimmt, ja. Der Wendekreis von diesen Karren ist so mega winzig. Guck mal. Happy Pig. Ja, trotzdem. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich muss fahren. Oh, süß. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Hup, hup. Achso. Ja, ja, ich öffne das Tor. Achtung, Banditen. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geißel befreien! Gar nicht. So kommst du nicht in den Damm rein, Keule. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in einem Truck ankommst, der wie einer von ihnen aussieht. Hat sich der Schiff gerade eliminiert? Kannst du bitte? Ja. Alter, die machen Schaden. Ist tot. Jo, mein Auto explodiert gleich. Ja, wir sind gerade explodiert. Nein, das wollte ich gar nicht. Guys. Legt euch nicht mit mir an! Nicht mein geiles Geschütz. Oder gar nicht. Alles gut. Das ist die wirkungsvollste, die es gibt. Noch jemand? Ja, aber Raketenwerfer ist irgendwie so. Overkill. Raketenwerfer ist der Tod. Guck. Fahrentechnisch gerne, weil ich kann einfach nicht schieben. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% ich habe ein Medikit entdeckt. Ja, das ist
letztes Jahr. Ja? Die Prozentansage von dem Typen. Ja. Ich hab's leider nicht ganz verstanden. Präzise. Genial. Kann man nicht mal wiederholen. Ich steig einfach bei Konstantin ein und nutze den Raketenwerfer mal. 27% okay. Weniger als 26%. Mhm. Ah. Hm. Ey, jetzt habe ich keine Kontrolle mehr über meinen geilen Raketenwerfer. Geh weg. Richtig. Nein. Wie man davor fahren. Davor fahren, okay. Davor fahren. So, mal schauen. In welche Richtung müssen wir? In diese Richtung müssen wir. Kannst du. Leute. Was denn? Nichts. Dein Fahrstil. Ein Fahrstil? Wieso? Ja. Oh, Brücke. Brücke. Der Staub. Ich hab schon wieder einen Raketenwerfer im Ladescreen. Das ist ein Zeichen. Das bedeutet was. Eine Felge oder sowas. Endlich in The Dust angekommen, was? Du warst stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst, du wurdest gegrillt oder so. Aber das wurdest du nicht. Also. Hm. The Dust, also. Ja. Also. Ich frage mich, warum das so heißt. Oh Gott, schieß! Bobby! Geil! Ich schieße, keine Sorge! Die Dinger sind sehr cool. Ja, da hat jemand den Piloten gekillt. Fahr auch ein bisschen! Du kannst während der Nacht für dich fahren. Ja, ja. Hi. Wow, das ist ungünstig gerade. Alles gut. Heile, heile Fahrzeug. Scheiß Teil nicht. Aber ich bin noch so ein Flieger, deswegen. Echt, niemand. Dann. Ja. Wow. Da, irgendwas ist da noch. Auto. Ah, eine Karre. Ich bin da, ja. Ja, ich sehe ihn nicht. Ja. Aber da ging es der Raketenwerfer echt sehr viel wirkungsvoller als die. Ja. Aber der fliegt so langsam, aber der fliegt so schnell. Trifft, ja. Ja, ich geb mir Mühe, aber. Hi. Den. Aber diese Karren sind so krass, ne? Haben wir's? Meinst du? Da müssen wir hin. Wow. Da fährst du denn auch auf meiner Seite der Straße. Sorry, hab keinen Führerschein. In deinem Alter? Was kann ändern? Ja, bald. Nein, ich will nicht aussteigen. Ah. Ich steig dafür aus. Und das. Also, Königin, scheiß auf Königin, stirb! Boah, ich befahre das Ding jetzt, pass auf. Ah. Perfekt! Jo. Ich war fast keine Dreifachdrehung oder so. Nö. Oh mein Gott! Sein Fahrzeug ist despawned. Eridium! Dein Fahrzeug Eridium. Ist nicht despawned, dein Fahrzeug steht nur im Dreckhügel. Ja, ich hatte gerade diese Teleport-Animation, deswegen. Ganz kurz. Ja. Das ist unser Schild, aber leider ohne. Mit dir genauer. Fahrzeuge? Ja, hier. Gut. Okay.
Tut's war nicht auch. So geplant. Wir sind aber gleichzeitig eingestiegen und gleichzeitig in den falschen Platz. Ja, es liegt auch daran, dass ich hinten eingestiegen bin und du vorne. Ja, eben. So. Und jetzt da, wo wir eigentlich hin müssen. Ja. Dadurch nämlich. Wo? Oh. Hallo. Oh. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte! Sorry, wie bitte? Du musst lauter schrecken! Ellie! Mark kuschelt Borden. Hey, das war super! Gott. Ja, höre. Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen. Best Character ever. Ja. Perfekt. Ja. Hey, das ist eine Karre. Will ich haben. Ah, vorsichtig. Highspeed aussteigen. Highspeed aussteigen, ja. Was für Scheiße, ey. Wo ist denn eine Karre? Ist ja keine Karre. Da drin. Haltet euch von unserer Karawane fern! Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodan und ich lasse mich nicht nochmal aus. Tobi, dein Fahrstil ist auch genial, oder? Ist doch egal, oder? Ja, ist völlig egal. Da ist Ellie. Hier ist Loot. Ich bin Ellie. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Du willst was? Dein Kumpel Roland aus dem Damm retten, und? Was? Du wirst die Blattschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich hab ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zartenblut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Das aus mit. Muss dein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Mach dann noch mehr Spaß, sie umzulegen. Pass auf dich auf, Süßer. Was ist mit dir los? Was hat die für Proportionen? Ist gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool, cool, dass ihr euch versteht. Echt cool. Ja. Demon. Ja, ich schaue mir gerade an, ob wir unser Ausgleich mal umlackieren möchten. Ich habe meine Catch-A-Ride-Station wieder zum Laufen gekriegt. Schwing dein Hintern in meine Werkstatt, falls du ein Gefährt brauchst. Bitte nicht mein Auto neu spawnen. Ist doch nicht so richtig hübsch. Na? Marat grün. Statt Plasma-blau. Das sind Feuer, so Feuersachen drauf, deswegen. Mhm. Fahren wir. Fahren wir.